Willkommen zu Sinumeric Live, Anwendungstechnik leicht verständlich erklärt. Diese Videoreihe hat das Ziel, einzelne Themen der Anwendung von Sinumeric praxisgerecht und mit wenig Zeitaufwand zu präsentieren. Heute wollen wir uns einem spannenden, natürlich auch spannenden Thema widmen, der flexiblen CNC-Programmierung. Damit ist es möglich, den sehr großen Sprachumfang der Sinumeric optimal auszuschöpfen. Unsere CNC-Programme können wir so sehr flexibel an den jeweiligen Fertigungsauftrag anpassen. Aufträge, die wir uns mit der klassischen DIN-ISO-Programmierung nicht vorstellen konnten, können wir hiermit umsetzen. Unser Thema flexible CNC-Programmierung ist allerdings sehr umfangreich und würde den Rahmen eines Sinumeric Live-Videos sprengen. Daher haben wir uns entschieden, eine Videoserie aufzulegen, um so die Grundlagen der flexiblen CNC-Programmierung Schritt für Schritt zu vermitteln. Die einzelnen Inhalte dieser Videos bauen aufeinander auf und sollten daher chronologisch angeschaut werden. Zu den behandelnden Themen gehören zum Beispiel mathematische Operationen, Kontrollstrukturen und Unterprogramme. Und was erwartet uns nun heute? Zuerst werde ich ein paar typische Anwendungen der flexiblen CNC-Programmierung aufzeigen. Dann stelle ich die grundsätzlichen Sinumeric-Bordmittel für die flexible CNC-Programmierung vor. Fangen wir doch gleich mit den Anwendungen der flexiblen CNC-Programmierung an. Beginnen wir mit flexiblen Teilestämmen. Was versteht man darunter? Ganz einfach. Werkstücke vom selben Typ, die in verschiedenen Größen oder unterschiedlichen Varianten hergestellt werden. Zum Beispiel diese Werkzeugaufnahme. Diese gibt es in verschiedenen Größen, zum Beispiel HSK 63, also Hohlschaftkegel, oder wie hier zu sehen, HSK 100. Die CNC-Programme sind dabei identisch, werden aber über Parameter an die jeweilige Ausführung angepasst. Dazu ist eine flexible CNC-Programmierung zwingende Voraussetzung. Ein weiteres Thema sind eigene Anwenderzyklen, also wiederkehrende Bearbeitungsfolgen, die weder mit den Zyklen der Sinumeric noch mit denen der Maschinenhersteller umsetzbar sind. Betrachten wir diesen Griff eines Handrades. Dessen Geometrie basiert auf Sinuskurven. Um diese Bearbeitungsbahn zu ermöglichen, wurde ein eigener Zyklus erstellt. Damit im Zyklus die gewünschte Sinuskurve berechnet werden kann, genügt es jetzt, nur wenige Parameter zu übergeben. Ein weiterer Fall für die flexible CNC-Programmierung sind fertigungsbegleitende Themen auf Kleinigkeiten, die mit mehr Performance, aber auch mehr Transparenz ermöglichen. Denken wir nur an spezielle Bedienermeldungen auf dem Display der CNC oder als Steigerung die Erzeugung eigener Protokolldateien. Beispielsweise für den Zeitpunkt der jeweiligen Fertigung des Werkstücks. Um welche Bordmittel sind denn nun verfügbar, um möglichst flexible CNC-Programme zu erzeugen? Als erstes benötigen wir hierzu Anwendervariablen. Sinumeric bietet neben den bekannten R-Parametern verschiedenste Arten von Variablen. Auf diese kann über CNC-Programme zugegriffen werden. Wichtig für die Berechnung von Bearbeitungsparametern sind dabei die selbst definierbaren lokalen Anwenderdaten. Um die Werte für die jeweiligen Bearbeitungen an den jeweiligen Fertigungsauftrag anzupassen, braucht es mathematische Operationen. Auch hierfür bietet Sinumeric eine Vielzahl an CNC-Sprachbefehlen. Diese können in CNC-Programmen beliebig angewandt und kombiniert werden. Je nach Ergebnis der mathematischen Berechnung müssen wir für unsere Bearbeitungsstrategie ein paar Weichen stellen. Komplexe in Flussdiagrammen beschriebene Bearbeitungsabläufe lassen sich dazu direkt in die CNC-Sprachbefehle für die Programmkontrolle umsetzen. Dies ist ein wichtiges Werkzeug, speziell in den eigenen Anwenderzyklen. Jetzt sind wir bereits bei einem weiteren Punkt angelangt. Wie und wo verpacke ich meine flexiblen CNC-Programmsequenzen? Schreibe ich diese ins Hauptprogramm oder in ein Unterprogramm? Oder schreibe ich hierfür einen eigenen Anwenderzyklus? Sinumeric bietet dazu eine sehr flexible Unterprogrammtechnik.
In diesem ersten Video haben wir den Nutzen der flexiblen CNC-Programmierung aufgezeigt und einen ersten Überblick über die CNC-Bordmittel für die flexible Programmierung erhalten. Um bei der Anwendung von Sinumeric immer auf dem Laufenden zu bleiben und um zu erfahren, wann es wieder ein neues Sinumeric Live Video zu sehen gibt, am besten den CNC4U Newsletter abonnieren. CNC4U in die Internetsuchmaschine eingeben, registrieren und fertig. So, der Einstieg in unsere Videoreihe mit dem Thema flexible CNC-Programmierung ist gemacht. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.